Ladies and gentlemen, we introduce now another professional matchup in the lightweight division. First to make his way into the arena, please welcome Nemanja Kisić. Nächstes Matchup wieder im Professional MMA. 3x5 Minuten in der Gewichtsklasse bis 70,3 Kilogramm. Another professional matchup erwartet in the lightweight Nemanja Kisić. First to make his way into the arena. Please welcome Nemanja Kisić. Wieder ein Mann aus Bosnien vom Banja Luka. Drei Kämpfe. Nächstes Matchup wieder im Professional MMA. 3x5 Minuten in der Gewichtsklasse bis 70,3 Kilogramm. René, was erwartet uns? Nemanja Kisić, 27 Jahre alt, wieder ein Mann den aus Anas Bosnien vom der war Banja Luka kritisch. Hat eigentlich gesagt, er hätte eigentlich mehr auf die Trainer hören sollen in der dritten Runde. Wir haben es ja doch gehört. Ja. Wir sind genau da gesessen. Die Trainer haben reingeschrien, steh auf, zeig am Stand noch was. Wahrscheinlich hat er es nicht gehört, weil es war halt genau auf der anderen Seite, genau auf der gegenüberliegenden Seite von den Trainern. Und ja, das passiert einfach. Geht es eigentlich vor das Kämpfer-Interview, der war in einer Ecke mit den Trainer genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Cage. Hätte eigentlich hört man mehr was, die Trainer hören von in der Tribüne. Ja, nicht immer. Wir sind genau also, da gesessen. Die Trainer haben reingeschrieben. Kann ich nicht sagen, muss man den Anas noch fragen, ob er wirklich nichts gehört hat. Wahrscheinlich hat er sich vielleicht sicherer gefühlt hat, weil es war genau auf der anderen Seite, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Von den Trainern immer sehr gut und ja, das passiert auf die Coaches gehört. Geht das eigentlich, was mein Kämpfer, Fehler oft war, wenn du in einer Ecke bist, einfach, die Trainer genau auf dass ich die Emotionen freien Cage, Lauf habe, hört man dann noch was, wenn das die Fans wenn ich den, ja, den nicht immer, nicht immer. Also, ja, was immer mit Wüsten schlägt, kann ich jetzt auch, kann ich nicht sagen, muss man den Anlass noch mal fragen, ob er den Gameplan super umsetzen, aber es ist vielleicht schwer, nicht mitzuschlagen. Und leider also ist es mir dann eh passiert, ehrlicherweise, dass ich anfangen habe mitzuschlagen. Immer sehr gut auf einem K.O. die Coaches gehört. Was mein Fehler oft war, einfach, dass ich die Emotionen freien Lauf habe lassen. Wenn ich denke an den Kampf gegen den Willi Ott, der was immer mit wüsten Schlägen und Haken angegriffen hat, konnte ich am Anfang des Kampfes den Gameplan super umsetzen, aber irgendwann dann ist es schwer, einfach nicht sein mitzuschlagen. Gegner, Akos, Dennis, und leider ist es mir dann eh passiert, dass ich angefangen habe mitzuschlagen und hat dann in einem K.O. für mich eine geändert. Ruhige Nummer beim Reingehen. It's time to welcome his opponent, so auf Show Akos wie David Travnicek. 22 Jahre alt, aus Sopron, Ungarn. Erster Kampf, sehe ich gerade. Erster. Sein Gegner, Akos Dennis. Kampf, Fritz, oder? Hat auch ja, viele Fans mitgebracht. Profikampf. Das heißt, von Amateuren ist er gewechselt und gibt auch sein Debüt auf der Kämpfer-Nummer vom Reingehen. Nicht so. Auf Show erste Mal 5 Minuten David Travnicek. Die etwas 22 Jahre Handschuhe, die man beim Pro MMA trägt und Popcorn ohne Fußschutz. Habe ich noch was vergessen, Fritz? Ja, erster kein Schienbeinschutz und natürlich von den Techniken. Ellbogen erlaubt zum Kopf, Knie zum Kopf erlaubt. Fritz, oder? Ja, erster Profi-Kampf, wenn man sagt, den Amateur ist er gewechselt und gibt auch seine Hebel, die auch erlaubt sind vom Amateur verboten. Ja, da muss man wirklich gut erste vorbereitet sein, wenn man auch Amateur wechselt, von Amateur auf Profi. Die etwas kleineren Handschuhe, die man beim Pro MMA trägt und ohne Fußschutz. Habe ich noch was vergessen, Fritz? Ja, kein Schienbeinschutz und genau, natürlich von den Techniken. Ellbogen erlaubt zum Kopf, Knie zum Kopf erlaubt. Du hast erwähnt, René, du hast immer auf die Trainer dann gehört und so, aber ist das manchmal für die betrifft, also schwierig gewesen, aber schön in den Hebel, die auch Trainer so gemacht sind, das hat man natürlich verboten. Der sagt, macht es, aber das geht jetzt gar nicht. Da muss man gut vorbereitet sein, wenn man auf Amateur wechselt, von Amateur auf Profi. Die Trainer
sehen es ja nicht immer zu 100%, wie es gerade ist. Wenn es ein paar Meter entfernt ist, sagt er vielleicht richtig jetzt auf, sehen aber vielleicht gerade nicht, dass der Gegner deine Hand einklemmt und es ist dir gar nicht möglich, dich aufzurichten. Du hast erwähnt, quasi, René, du hast es bleibt auf die Trainer schon ein ganz gehört bisschen so, aber ist es manchmal für die schwierig gewesen, aber umzusetzen, wenn ein Trainer so macht, das hat auch nicht gedacht. Weil alles können die Trainer nicht zu 100% sehen, aber prinzipiell sollte man natürlich schon auf die Trainer hören. Die haben mehr Erfahrung. Die Trainer sehen es ja nicht immer zu 100%, wie es gerade ist, wenn es ein paar Meter entfernt ist, sagt er vielleicht richtig jetzt auf, sehen aber vielleicht gerade nicht, dass der Gegner deine Hand einklemmt und es ist ja gar nicht möglich, dich aufzurichten, also quasi, es bleibt da schon ein ganz ein bisschen Selbstentscheidung da, weil alles können die Trainer nicht zu 100% sehen, aber prinzipiell sollte man natürlich schon auf die Trainer hören, die haben mehr Erfahrung. Live across the cage is adversary in the black corner. Ladies and gentlemen, standing 178 centimeters tall and weighing officially at 76.9 kilograms. The blue corner, making his debut as a professional inside the cage tonight, and weighing at 77 kilograms even. As a professional, three losses, fighting out of Banja Luka, Bosnia, introducing Nemanja Tomičević, Martin Kronovski. And across the cage, his adversary in the red corner, standing 178 centimeters tall and weighing officially at 76.9 kilograms. Making his debut as a professional inside the cage tonight, fighting out of Sopron, Hungary, introducing Akos Dennis. Akos Dennis, anscheinend einige Fans im Shop von Mitya. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself all the time. Listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight clear, fight fair. Put your gloves if you want and go back to your corner. Akos Dennis, 4 cm größer. Bin gespannt, ob den Reichweitenvorteil gut nutzen kann. 3x5 Minuten. Sehr kontrollierte Kämpfer. Und es geht los. Lassen sich jetzt mal ab. Das sind sehr schnelle Schläge. Wir sind bei 70,3 Kilogramm. Dennis holt sich die Mitte der Gewichtsklasse. Guter Stomp-Kick zum Knie. Und Akos Dennis immer auf den Weg nach vor. Sehr kontrollierte Kämpfer. Seinen Gegner sozusagen, dass er den Käfig im Rücken hat, was jetzt natürlich mal dann immer schwierig ist zum Ausweichen. Oder wenn er Takedown kommt. Das sind sehr schnelle Schläge, wir sind bei 70,3 Kilogramm. Gute Rechte. In der Gewichtsklasse. Und noch zwei Schläge drauf. Und ein Low Kick. Der hat getroffen, der hat ordentlich getroffen. Und Akos Dennis immer auf den Weg nach vor. Normal müsste jetzt ja gleich nochmal kicken auf das gleiche Bein. Also macht er den Käfig im Rücken hat, dann da ist was durchgegangen. Die hat er gespürt. Kommt. Er hat auch definitiv mit dem linken Bein ein Problem. Ja, und jetzt muss er was machen. Gute, und wenn sie zum Boden gehen, aber die Schläge drauf, Käfig stehen bleiben und die Schläge kassieren. Wieder ein Kick. Müsste sich da mehr jetzt aufs Bein konzentrieren eigentlich. Ja, so eine Schlagserie. Das zweite Bein wegkicken. Eingesprungenes Knie, er will am Boden gehen. Müsste jetzt ja gleich nochmal kicken auf das gleiche aber Bein. Aber Akos wird jetzt nachsetzen. Ja, und dann ist er hat ein Problem mit dem da linken Bein. Da ist was durchgegangen und steht nicht mehr vorne mit dem linken Bein. Was ja, ich nicht hat verstehe. Definitiv mit dem linken Bein ein Problem. Jetzt muss er was machen. Und wenn sie zum Boden gehen, muss weg. Aber nicht einfach vom Käfig stehen bleiben und die Schläge kassieren. Wieder ein Kick. Müsste sich da mehr jetzt aufs Bein konzentrieren eigentlich. Das zweite Bein wegkicken. Verschiedene Kick-Kombis, eingesprungenes Knie, er will am Boden gehen. Aber Akos Dennis wird jetzt nachsetzen. Noch zwei Kicks rausfallen, schon angeschlagen ist. Spinning hinten und steht noch vor mit dem linken Bein, was ich nicht verstehe. Weil dann müsste man eigentlich wechseln. Die Auslage, genau. Ein Kick, ein eingesprungenes Knie, noch einmal ein Knie. Käfigwand. Harte Schläge. Ob er das nur 2 Minuten durchhält, glaube ich nicht. Hat der Fuß ist der Fuß fertig. Vordere Bein.
verschiedene Kick-Kombis. Aber er muss ihn jetzt zu Boden bringen, irgendwie was machen. Im Stand kann er nicht zwei Minuten noch durchstehen. Kann sich da fast nicht mehr auf den Beinen halten. Schon angeschlagen, verzerrtes Gesicht. Spinning hin, aber da kommt da nichts mehr. Völlig unglaublich, warum er jetzt wirklich nicht die Ausklage wechselt, um das ein vordere Kick, angeschlagene Knie, Bein zu schützen. Und harte raus, Schläge. Geht raus, weg, ob weg das vom zwei Käfig. Minuten durchhält, glaube ich nicht. Ah, der Fuß ist fertig. Aber er muss ihn jetzt zu Boden bringen, irgendwie was macht oder Stand vorhat, oder kann er seine zwei Minuten noch durchstehen. Kann sich da fast Ellbogen angesetzt, auf den Beinen halten. Schmerzverstärktes Gesicht. Ja, da kommt wirklich fast nichts mehr. Von dem Bosnier. Genau, er hat die Decken noch um, das ist warum wichtig. Wirklich die Auslage wechselt, um das vordere angeschlagene Bein zu schützen. Ja, ein Kick nach den anderen an, Frontkick, wieder raus, Low-Kick. Weg vom Käfig. Wir müssen schauen, was eine Markus Minute Dennis noch jetzt in die Pause macht, retten, oder vorhat, oder was dann seine Trainer ihm sagen. Ein Ellbogen angesetzt, wieder Schläge, heftiger Schlag zum fast Körper. Mehr. Von dem Bosnier. Genau, er hat noch einmal Decken noch um, ja, das ist wichtig. Das war's. Macht es fast zu leicht. Ein Kick noch einen anderen an, Frontkick, wieder Lowkick. Hat gesehen vorher, dort kommt er rein. Da hat er keine Decken mehr gehabt und nutzt es aus. Ein harter Schlag zum Körper und eine Minute noch. Wir sind die Pause retten. Ja. In der ersten Runde holt er sich der heftige Schlag zum Körper. Verdienterweise auch noch einmal. Jawohl. Dennis hat das gut war's. Gearbeitet. Sein Gegner schon am Anfang fast zu leicht. Kick abbekommen. Genau. Vielleicht ist schon verletzt. Ja. Hat gesehen, ist schwer zu sagen. Der erste Kick war nicht so hart, aber er ist da gleich. Nutzt es aus. Hat da gleich ein harter Schlag zum Körper. Aufgeschrien mehr oder weniger. Und war dann nicht mehr stabil am Bein. In der ersten Runde holt er sich den Sieg. Verdienterweise auch, muss man sagen, Dennis hat es durchgearbeitet. Sein Gegner ist es schon am Anfang als Kämpfer einen Kick abbekommen. Genau, vielleicht ist schon verletzt, dass der Treffer kommt. Das merkt der Gegner zu sagen. Weil der geht erste Kick war nicht so hart, aber erst gleich. Eigentlich kannst du jetzt dann fast machen, was du willst oder sonstiges. Leider Gottes war ich noch nie in der Situation, stabil, dass ich das habe nutzen können. Umgekehrt war es einmal da, auch gegen einen Ungarn, gegen einen Sandor Okrosch auf einer Newcomer-Challenge hier. Da war so, mein rechtes Auge war völlig zugeschwollen. Das linke auch ein bisschen, fast nichts mehr gesehen. Du das auch schon war sehr unangenehm, du so zu kämpfen. Du hast einen Treffer gehabt und gemerkt, der Gegner, der geht nur mehr zurück. Und eigentlich kannst du jetzt dann fast machen, was du willst oder sonstiges. Merkt man das? Leider Gottes war ich noch nie in der Situation, dass ich das habe nutzen können. Umgekehrt war es einmal da, auch gegen einen Ungarn, gegen einen Sandor Okrosch auf einer Newcomer-Challenge hier. Da war so, mein rechtes Auge war völlig zugeschwollen.